Okay, wir gehen zu Revi rüber. Und zwar hat Revi ein Versteckvideo hochgeladen. Hide and Seek im verlassenen Geisterschwimmbad. Das ist ein Geisterschwimmbad, das bedeutet, da gibt es wirklich auch Geister. Ja, viele Leute wissen das nicht, aber ja, auf Madeira gibt es viele Geister. Die spuken hier rum. Man kennt sie, die guten alten Geister. So, wir gehen rein. So, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Ey, das ist absolutes Traumwetter. Oh ja, das habe ich schon lange nicht mehr geputzt. Das ist unser Vorgarten. Da haben wir unser Schwimmbad reingebaut. In der Corona-Zeit habe ich es ein bisschen verwachsen lassen. Wir befinden uns hier gerade, wie ihr seht, im sonnigen Madeira. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder im verlassenen Horrorschwimmbad. Allerdings diesmal bei Tag. Das hat auch einen Grund, denn wir spielen hier eine Runde Hide and Seek. Wir haben wieder den großen Pool, den 7 Meter Sprungturm. Es könnten auch 7,5 Meter sind, glaube ich. 3, 5, 7. Die Becken hier, Umkleidekabinen und diesmal auch mit am Start die Katakomben unter dem Pool. Wir haben richtig viele Becken dabei. Wir sind locker. Halt die Fresse. Wir sind auf jeden Fall wieder mehrere Leute. Wir spielen jetzt hier eine Runde Hide and Seek. Und wenn ihr wollt, dass wir hier tatsächlich mal eine Nacht komplett im Schwimmbad bleiben. Ja, das möchte ich. Ich möchte, dass du eine Nacht im Schwimmbad bleibst, Revi. Dann lass auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da. Wir sind wieder mit dabei. Unter anderem ganz kurze Vorstellungsrunde. Da unten läuft ein Mann. Oh, oh, da ist ein Mann gelaufen. Wer war das? Das ist nicht Firat. Das ist nicht Firat. Da. Rotmann. Digga, wer war das? Hast du gerade auf Kamera gehabt? Ich habe auf jeden Fall hingefilmt. Oh! Das ist wirklich nicht Bro, da ist gerade jemand gelaufen. Warum war da jemand unten drin? Bro, der ist so langsam gegangen, so ein bisschen. Das sind die Geister. Das sind die Geister von Madeira. Meinst du? Das ist ein Lost Place hier. Ich will die Katakomben dann doch unten erstmal aus und. Bro, wenn du dich da unten versteckst, dann stich dich ab. Stell mal vor, du willst den fangen und das ist gar keiner von uns. Anyways, wir ignorieren erstmal diesen gruseligen Mann, der da hinten im Fenster steht und uns gerade angeguckt hat. Und ich würde sagen, erstmal eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Jeder hat 10 Sekunden Zeit, sich vorzustellen. Hi, ich bin der Mo und ich schlag den Raab. Ich will hier nicht übernachten. Was? Was? Ich bin der Max und mach Kunst. Assalamu alaikum. Okay, ich würde sagen, Tobi, gib mir die GoPro. Digga, da unten wackert wirklich jemand drin. Also ja. Ich weiß nicht, ob das eine geile Idee ist. Ich dachte, man da runter geht jetzt. Nee. Und damit willkommen zur ersten Folge von Hide and Seek im Todesschwimmbad. Das Todesschwimmbad. Eben war es noch das Geisterschwimmbad. Jetzt ist es das Todesschwimmbad. Ja, jetzt ist es richtig gut geworden. Oh oh, das sind Mitglieder vom LA-Knu-Clan. Der rennt da unten rum, Alter. Ich würde no-joke nicht da runtergehen. Ich glaube, das Security. Ist... Okay, ich schrei gleich einfach. Das ist so unglaublich creepy. Das ist wirklich normal. Nee, nicht da rein, bitte. Oh oh, es hat angefangen zu regnen. Oh oh. Wollen wir gucken, was da hinten in der Ecke ist? Ich zieh links. Hast du Angst? Nee. Du? Nö, ich frage mich halt, was das für ein Mann ist. Passt. Mann, der Vierrad geht jetzt voran. Nee, lass da unten, lass da runter. Okay, jetzt geht's runter hier. Ach du, ich will da nicht hin. Oh mein Gott, Alter. Ich geh vor. Alter, fuck. Oh, das spinnt mir mein Mund. Echt? Würdet ihr euch da verstecken, wenn da so irgendwelche fremde Leute in so Dingen rumlaufen? Oh oh. Alter. Wir sind halt so spannend. Scheiße. Oh, hier ist schön. Alter, was ist das hier? Hier verirrt man sich ja. Oh, was ist das denn? 3, 2, 1, ich komme! Das ist nicht euer Ernst. Komm? Oh oh. Das ist nicht euer Scheiß-Ernst. Ihr seid nicht alleine, das wisst ihr, ne? Ah! Ihr seid nicht alleine. Ah! Digga, was ist das für Psychopathen? Oh Mann, Digga, ich hab ein bisschen Schiss. Oh mein Gott, weg. Alter! Ih, was ist das? Ist das Sebastian? Weiß nicht, ist es Sebastian, das ist irgend so ein Typ, der einen absticht. Ich hab jemanden gesehen. Ja, hier, einfach hier hinter dem Ding. So, wir haben unser Versteck. Ihr wisst nicht, dass ich hier bin. No joke. Ich weiß, dass da vorne jemand drin ist in dem Haus. Da gehe ich jetzt direkt hin. Richtig schlecht. Okay, jetzt heißt es leise sein. Boah, der Arme, der muss so allein in diesen ganzen Gang da rumlaufen. Hätte ich gar keinen Bock. Ah!
Oh Junge! Oh, sorry, dass ihr das gemacht habt. Ich hab euch einfach gesehen. Ich musste euch einfach sofort finden. Ich hab so Angst. Digga, wir müssen jetzt zusammen das einmal durchkämpfen. Deshalb habe ich euch zuerst geholt. Die anderen Psychopathen sind hier unten drunter. What the actual? Okay. Das ist schon eine kranke Szenerie hier. Könnt ihr auf jeden Fall nicht anders sagen. Schon ein cooler Lost Place auf jeden Fall. Wenn nachts da ist, ist es schon richtig krank. Das ist kein normales Hide and Seek mehr hier, Leute. Das ist eine extra Version. Hast du Handy dich dabei, Bro? Ey, wir müssen die. Nein, Mo, wir müssen die fangen. Mo, oh mein Gott. Digga, wenn wir nicht diesen Kerl gesehen hätten, wäre das alles nicht so schlimm. Elif, wir kommen jetzt. Mo, komm. Okay, ich geh vor. Nimm dir den Stock, Mo. Hier, nimm dir den Stock. Was soll ich mit dem Stock? Alter, wenn was kommt, dann schlag ihn. Okay, let's go. Oh, dein Bein. Soll ich da rein? Oh Gott, ich kann nicht. Ich halte es nicht, es ist einfach nur nicht hell genug. Digga, wie viele Toiletten hat denn dieses Schwimmbad? Komm mal bitte daheim. Die geheime Elekno-Basis. Ich weiß nicht, wo Max und Tobi sind, aber da unten, und da war Sebastian und Elif, und ich weiß nicht, wo die sind. Deswegen gehe ich jetzt einfach woanders hin. Digga, die waren hier gerade eben. Ich habe Julius gerade eben da vorne gesehen. Okay, nice. Also ich habe jetzt Julius verloren und bin jetzt allein hier. Perfekt. Also ich war schon wieder. Oh mein Gott. Hier ist alles unter Wasser. Alter, was ist das? Hier ist noch ein Eingang. Nee, ich will da nicht runter. Irgendwo hier unter uns. Oh mein Gott, es war ein Vogel. Digga, ich find's aber auch ein bisschen. Also, ich weiß nicht. Ich find's creepy. Ja, hier ist auch alles so verranzt. Ich will mich nicht einfach hinhocken. Steht da. It's finished. Your menu is three. Oh, ja. You wanna call police? Das Schlimme ist halt einfach, dass wir wirklich hier, wie gesagt, eben, ihr habt's auf Kamera gesehen, hier ist jemand langgelaufen. Seht ihr, wie groß das hier ist? Guck mal, hier sind einfach Bananenpflanzen, die wachsen einfach hier am Schwimmbad. Hier überall sein. Das geht hier unter uns noch weiter. Checkt ihr das? Er steht einfach in der Dusche. Ich gehe jetzt runter, wo die gerade suchen, und erschreckt ihr. Hey Jungs, komm mal hier raus. Okay, ich höre hier ein bisschen. Digga, ich kann da nicht rein. Mo, komm mit. Ich kann nicht, Alter. Mann, wir können jetzt nicht überall nicht reingehen, wo es dunkel ist, Alter. Ich bin die größte die es gibt auf der Welt. Ich kann da nicht reingehen. Das war so weit unten. Digga, das war so weit unten. Oh, Scheiße. Digga, das ist ein fucking Horrorfilm. Wir müssen eine Etage weiter runter. Stellt euch ja nicht so an, es ist doch immer noch taghell. Wenn es nachts wäre, dann könntet ihr euch einpissen. Ich nehme jetzt hier so einen Stein. Digga, ich mache mir die ganze Zeit Sorgen, dass die ausrutschen und sich verletzen, weil es da so nass und rutschig ist. Und ich habe die ganze Zeit Sorge, wenn die so weglaufen aus Angst, dass sie so ausrutschen. Da mache ich mir halt die ganze Zeit übelste Sorgen, Alter. Oh mein Gott! Oh Mann. Da war jemand da. Wir müssen den fangen. Oh mein Gott, jetzt ist er erschrocken. Wie geil. Das war einer von uns. Ja, safe. Wenn nochmal jemand näher kommt, werfe ich nochmal was. Aber keine Angst, ich werfe nicht auf Leute. Ich werfe nur irgendwo, wo es laut ist. Werf auf Leute. Ich sehe sie nicht mehr. Oh Gott, da unten sind sie irgendwo. Du. Was macht ihr? Digga, die sind doch nicht da im dunklen. Digga, die sind auf die verbotene dritte Etage gegangen. Oh Gott, da ist Mo. Da hinten ist Mo. Also, das wäre echt eine geile Location, auch für so Paintball oder sowas. Also, irgendwie, das ist schon so. Das ist ein riesen Gelände, ne? Und Elif und Sebastian. Die sind alle da hinten. Okay, what the fuck. Kommt. Okay, perfekt. Die sind alle wieder. So in ihrem Film, Alter. Das kann nicht sein. Wenn das jemand kaufen möchte, das verlassene Schwimmbad, es gibt es zum Verkauf. Das heißt, kostet mehr, das zu wieder in Stand zu bringen, als es zu kaufen. Oh mein Junge! Oh mein Gott! Ey, seid ihr runter in die dritte Etage gegangen? Nee. Wo ist Tobi? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen runter in die dritte Etage. Ey, weiter geht's, komm. Also Baby ist da vorne. Ich verzieh mich wieder. Was geht hier ab?
Digga, das ist voll der Horror hier, oder? Guck mal jetzt hier rechts, Julius. Enjoy. Guck mal, hier war ich überall schon drin. Da steht wirklich jemand. Halt's Maul, wirklich? Ja, da stand jemand. Ehrlich jetzt? Nein. Digga, hier geht's noch eine Treppe runter. Da gehe ich nicht runter. Lass doch runter. Wollen wir da runter? Komm. Warum nicht vor? Digga, diese Sounds hier machen so schlimm. Geh vor. Da, wo die anderen sind, ist es gar nicht so dunkel. Das ist gar nicht so gruselig, ne? Boah, das nachts finde ich aber schon sehr gruselig, muss ich sagen. Also da will ich mich nachts auch nicht rumtreiben. What the f***? Guck mal hier! Hey, ich glaube, Vierer wurde abgestochen. Wie viele Toiletten hat dieses Haus? Ja. Hatte die Angst hier runter den Weg? Absolut, Digga, der war schrecklich, ja, Junge. Oh, wir, so, wir gehen jetzt runter. Junge, wie groß ist dieses Areal, kannst bitte? Gar keine, du kannst nicht anschreiben, Abbruch oder so. Vierer! 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 Vierer ist schon lange weg. Ich glaube, sie kommen nicht runter. Und ich kann Stimmen hören, ich weiß ja nicht, ob die. Ja, ich glaube, die suchen jetzt an mir. Jo! Vierer! Ja! Guck mal, das Krasse ist, da wohnen Leute. Guck mal, pass auf, ich zeige euch was. Hier, da wohnen Leute. Das ist ein ganz normales Wohnhaus. Da wohnen einfach Leute und die haben Aussicht auf das alte Schwimmbad. Krass, oder? Und das ist nicht irgendwie verlassen. Da wohnen wirklich Leute. Also das sieht man ja auch, das ist nicht so kaputt und verlassen. Und die Leute, die haben von ihrem Balkon aus, können die auf dieses alte, verlassene Schwimmbad gucken. Es wohnen einfach direkt an diesem Schwimmbad Leute. Ja, geile Aussicht auf dem Lost Place. Hat auch nicht jeder, ne? Peter! Hier! Ich weiß, wo er ist. Federt! Bro, du hast gewonnen. Wir sind aber ganz schnell ganz raus. Okay, Leute. Federt ist damit Hide and Seek Champion für diese Runde. Ob wir hier übernachten? Ihr habt gesehen, wie krass. Ja, übernachtet da bitte, übernachtet da. Was das Areal hier ist, das entscheidet jetzt mittlerweile ihr. Schreibt uns mal valide Gründe, warum wir das tun sollten. Junge, Junge, Junge. Eine Sache trickt mich dabei immer noch. Der Typ. Ja, das war ich. Ey, nein, jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde das krass. Es ist nichts, also ich muss es nochmal wiederholen. Es ist keiner von unserer Gruppe. Nichts gescriptet, gar nichts. Ihr habt den da in ein Fenster laufen sehen. Hier ist jemand gewesen. Und wir haben bis jetzt keine Ahnung, wo der ist. Und der wird sich in irgendeine dunkle Gasse verzogen. Er hat mehr Angst als wir. Ja, Bro, trotzdem, dass die, allein der Fact, dass hier jemand ist. Junge, 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 alright. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch diese extreme Folge gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, war interessant. Das verlassene Schwimmbad von Madeira ist auch echt ein cooler Lost Place auf jeden Fall. Nice, nice, nice.